Und Jesus sah sie der Reihe nach an. Ich stelle mir vor, dass Jesus das bei uns heute Morgen tut, wenn er im Evangelium zu uns spricht, dass er uns der Reihe nach ansieht. Ob er dann, wenn er auf uns und in uns geschaut hat, auch voll Zorn und Trauer ist, wie damals in der Synagoge, über ein verstocktes Herz? Das ist die Frage, die wir uns heute Morgen durchaus stellen müssen. Wo kann ein solches verstocktes Herz herkommen? Es kommt oft von Oberflächlichkeiten her. Wie in seiner Zeit bei den Pharisäern, die den Sabbat zu einem System gemacht haben und aus dem System ein Kontrollsystem. Ehrenraufen. Das ist nach dem Deuteronom sogar erlaubt. Man wird nicht bestraft, obwohl man das auch als Diebstahl ahnden könnte. Aber das Deuteronom sagt nein. Man muss sich dafür entschuldigen, aber es gibt keine Ahndung danach. Die Pharisäer deuten diese Handlung, im Vorbeigehen Ähren zu raufen, als Handarbeit. Also es kommt gleich in die entsprechende Schublade. Genau wie sie die Heilung in der Synagoge als Handarbeit deuten, die am Sabbat verboten ist. Oberflächlich zu sein, es ist Sonntag und zum Sonntag gehört, dass wir in die Kirche gehen. Das ist auch so ein System. Und die Kirche hat oft ein Kontrollsystem daraus gemacht, im sogenannten Pfarrbann. Das waren noch Zeiten, als die Priester anschließend Hausbesuche machten am Montag. Wer da am Sonntag nicht erschienen war, naja, man kann zumindest auch was Positives abgewinnen. Damals kannten die Priester ihre Leute noch. Wo wollte man da heute anfangen? Wir müssten die Woche gleich um ein Jahr verlängern, bis man die Hausbesuche abgeschlossen hätte. Dieses Evangelium ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir von der Oberfläche her tiefer sehen lernen. Dass wir verstehen, und auf diesen Zusammenhang kommen wir gleich noch, sicher nicht einfach identisch, wenn wir vom Sabbat reden, wie hier bei Jesus im Evangelium, und wir als Christen von unserem Sonntag. Das fällt nicht einfach zusammen, sondern das hat eine ganz bestimmte Entwicklung. Wie sollen wir also Jesus verstehen? Viele verstehen ihn heute so, man kann das auch in Kommentaren lesen, dass ein cooler Typ, wie so ein Dauerpubertierender, der sagt, oh, ich habe keinen Bock auf Sonntag und schon gar nicht auf die Kirche. In die Kirche gehen, bist du bekloppt, das ist ein freier Tag. Ich bleibe im Bett, kann ich sonst nicht. Oder sagen wir es ein bisschen schöner, lasst uns doch was gemeinsam machen am Sonntag. Da fehlt uns gerade noch irgendwie eine schlechte Predigt oder irgendwie diese miefigen Gesichter, die man dann hier sieht, mit Verlaub, Anwesende natürlich ausgenommen. Das muss ich mir am Sonntag nicht antun. Weiß ich was Besseres. Im Fernsehen ist ein schönes Programm, heute ist schönes Wetter. Wir können nach Kleinblittersdorf gehen, die Katastrophe besichtigen. Also, ganz tolles Sonntagsprogramm. Unsere Neugier wird befriedigt. Ist doch schön. Warum also zum Gottesdienst gehen? Und Jesus gibt uns das Recht dazu. Er ist der Herr auch über den Sabbat. Sagt Jesus denn nicht, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Also, all das ganze Programm, Freizeit, Bett, Brunch, alles, was Sie da anfügen wollen, das wird doch hier im Evangelium, wird es doch bestätigt, oder etwa nicht? Es ist ein sehr gutes Beispiel, liebe Schwestern und Brüder, wie wir grundsätzlich lernen können, das Evangelium zu verstehen. Wir verstehen das Evangelium nie, wenn wir einen Satz herausnehmen, und damit ständig herumfuchteln und herumoperieren. Denn meistens geht es dann nur um Rechtfertigung unserer eigenen Ideen. Das heißt aber nicht das Evangelium verstehen. Das ist ein Unterschied. Warum sehen wir Jesus immer wieder in der Synagoge am Sabbat? Warum treffen wir Paulus und Barnabas in den Synagogen am Sabbat an? Warum berichtet uns die Apostelgeschichte, dass auch die Jünger am Samstag entweder in den Tempel, zum Gebetsgottesdienst, nicht zum Opfergottesdienst,
oder in die Synagoge gehen, wo Paulus dann seine Predigten hält und die Auslegung entsprechend auf Christus hin ausdeutet und sie damit öffnet, auch für die Nichtjuden? Warum, wenn wir sozusagen vorschnell sagen, Jesus ist dieser Superrebell, der den Sabbat eigentlich abgeschafft hat? Die Christen wussten sehr genau, was sie da tun. Als gute Juden, die sie waren, nahmen sie an ihrem normalen Gottesdienst weiterhin teil. Mit einer veränderten, wenn wir würden sagen, tieferen Auslegung der Heiligen Schrift, ihrer jüdischen Bibel, das, was wir Altes Testament nennen. Und sie setzen noch eins drauf. Sie halten auch zugleich den ersten Tag der Woche. Der Sonntag ist nicht der siebte Tag. Der siebte Tag ist bis heute der Samstag. Wir müssen uns das immer wieder in Erinnerung rufen. In den lateinischen Büchern steht bis heute, wenn ich Ihnen das Mössbuch, könnte ich jetzt aus der Sakristei holen, da steht drin, am Samstag Sabbato. Das steht nicht am Sonntag da. Am Sonntag steht Dominika, Herrentag, was wir in Deutschen als Sonntag bezeichnen. Das, was ein großer Erfolg war, dass es so etwas gibt wie eine Unterbrechung der Woche, dass nicht alles ein Einheitsbrei ist. Wir singen das in der Winterzeit, sonntagsmorgens in den Laudes als Hymnus, in diesem schönen Hymnus des Ambrosius. Du wärst dem Öden einerlei. Indem Gott eine Ordnung setzt, am ersten Tag, dem Sonntag, wird das Licht geschaffen, das geht Tag für Tag, kommt immer mehr zur Schöpfung hinzu, bis freitags der Mensch geschaffen wird. Und samstags, am Sabbat, ruht Gott. Das ist die Grundordnung, die das Judentum auf der ersten Seite der Bibel von Gott her erfährt und sie nachahmt. Und das ist für Jesus offenbar sehr wichtig, dass er deutlich macht, wie er das beim Verbot der Ehescheidung sagt. War das am Anfang auch so, dass er die Erlaubnis zu einem Scheidebrief bekommen hat? Auch hier lenkt Jesus unsere Aufmerksamkeit auf den Anfang, dass wir nach jedem Schöpfungstag hören und Gott sah, dass es gut war. Gottes Schöpfung ist am Beginn gut. Und wenn Menschen, wenn Jesus, die Jünger den Sabbat halten, dann macht Jesus deutlich, dass nicht durch einen Handgriff der Sabbat irgendwie entehrt wird oder entwertet wird, sondern dass es um die grundsätzliche Einstellung geht, dass wir uns am Sabbat, wenn wir jetzt von Jesus her denken, als das erfahren, was wir sind. Menschen, die in die gute Schöpfung Gottes gestellt sind. Aber Menschen, wie man an dem Mann mit der verdorrten Hand sieht, die auch von der Sünde gezeichnet sind, die in einer gefallenen Schöpfung leben. Und dass der Sonntag und der Samstag uns daran erinnern, zunächst der Sabbat und die Christen übertragen es später auf den Sonntag. Mit großem Recht. Dass Gottes Absichten anders sind, als permanent diese Spuren der Störung und der Zerstörung, der Sünde und der Verletzung und des Leids an uns zu tragen, wie wir das so oft schmerzhaft erleben. Das, was den Sabbat kennzeichnet, ein Aufatmen zu haben. Wir haben das eben im Deuteronom gehört, in der ersten Lesung. Dass niemand arbeiten soll, dass sogar das Vieh ausruhen darf. Ist ein sich einüben in die ursprüngliche Absicht Gottes mit der Schöpfung. In die gute Absicht. Das Arbeiten im Schweiße des Angesichtes, wie wir das auch im Buch Genesis lesen, ist eine Folge des Sündenfalls. Der Abkehr von Gott. Warum also jetzt der Sonntag? Vieles, was den Sabbat gekennzeichnet hat im Judentum und was für viele Menschen außerhalb des Judentums zur Zeit Jesu hochattraktiv war, weil dem Öden einerlei etwas entgegengesetzt wird, eine Unterbrechung. Das übertragen dann in späteren christlichen Zeiten die entsprechenden Gesetzgeber auf den Sonntag, wie etwa die Arbeitsruhe. Ohne allerdings, als es noch stark jüdisch geprägte Gegenden gab, das Judentum seines Sabbats zu berauben. Der Sabbat bleibt, aber der Sonntag kommt dazu.
Der Sonntag bekommt, etwa seit Konstantin oder Justinian spätestens, das Gepräge der Ruhe. Aber damit ist es nicht getan. Der Sonntag ist der Tag der Gemeinschaft. Es ist der Tag der Kirche. Es ist der Tag der Verkündigung. Sodass die Christen in den ersten Verhörprotokollen, bevor sie das Martyrium erleiden, bekennen, wir können nicht leben ohne den Sonntag. Es ist für uns undenkbar. Ihr könnt uns von mir aus umbringen, aber ohne den Sonntag können wir nicht. Das müssten wir heute mal in unseren Diskussionen, ich sag das ja öfter, man müsste Transparente schreiben oder das als Mosaik, als Fries in eine Kirche einlassen, aber ich fürchte, unsere Gebäude sind nicht groß genug, was man da alles Sinnvolles dran schreiben könnte. Wir können nicht leben ohne den Sonntag, ohne die Gemeinschaft der Kirche, ohne die Eucharistie. Ohne dass wir diesen Tag begehen als das, was er ist, nämlich den Beginn der erneuerten Schöpfung. Deshalb feiern wir den Sonntag als Tag der Schöpfung und wir sagen dann manchmal nicht, es ist der erste Tag, sondern merkwürdig, es klingt fast paradox, obwohl die Woche, das weiß jeder von uns, 7 Tage hat, sprechen wir vom 8. Tag. Wo kommt denn jetzt der 8. Tag her? Das ist der erneuerte 1. Tag. Der erneuert ist durch die Auferstehung Christi. Mit dem Judentum zusammen feiern wir den Sonntag, das ruft uns zumindest der Name in Erinnerung, als Tag des Lichtes. Das Erste, was Gott tut. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und die Christen sehen, weil die Evangelien einhellig davon sprechen, dass es der erste Tag der Woche ist, als die Frauen morgens in aller Frühe zum Grab gehen und die Botschaft hören, er ist auferstanden. Dass diese gute Absicht Gottes, die am Beginn der Schöpfung steht, hier erneuert ist. Dass es einen neuen Anfang gibt. Dass der 1. Tag so zum 8. Tag werden kann. Wenn wir diese tiefe Sicht sehen, dann erfahren wir auch, dass wir immer das Evangelium in der Gemeinschaft lesen müssen. Und das heißt, in der Gemeinschaft all derer, die an das Evangelium geglaubt und die es gelesen haben. Das heißt, in der Gemeinschaft mit Christus, der immer wieder als gläubiger Jude die Synagoge am Sabbat aufsucht. Wir müssen das Evangelium lesen, auch diesen Satz Jesu, in der Gemeinschaft der Apostel und der Väter und all derer, die 2000 Jahre geglaubt haben. Ich finde es manchmal geradezu unerträglich, wie unsere Zeit heute oder manchmal auch kirchliche Verlautbarungen davon sprechen, jetzt ist etwas Neues. Jetzt sind wir, weil wir so unendlich begabt sind, in der Lage und so intelligent und so viele Möglichkeiten haben, das Evangelium neu zu verstehen. So hat es vorher noch keiner kapiert. Man nennt das klassisch Hybris, Hochmut. Und der Fall, der anschließend kommt, dessen Zeugen sind wir auch schon. Wir warten nur noch auf den starken Aufklatsch. Aber es ist schon im freien Fall. Aber wir sind dazu nicht verurteilt, sondern wenn wir, und es gibt ein anderes Wort für die Gemeinschaft, mit dem, was am Anfang an war, klassisch nennen wir das Tradition, dann ist man nicht unbedingt Traditionalist. Aber wir stehen in einer großen Gemeinschaft. Und so verstehen wir dieses Wort richtig. Vom Sabbat. Und wir verstehen die Bedeutung, die dieses Wort vom Sabbat hat für unseren Sonntag. Und wenn wir das in uns hineinlassen, dürfen wir gleich selber einmal entscheiden, wie Jesus uns denn heute anschaut. Jeden und jeder einzeln. Ob er ein verstocktes oder ein geöffnetes Herz findet.